Willkommen zurück zu Going Medieval. Und zwar in Snooze End. Das ist der zweite Versuch, den ich wage. Nach dem großen Update habe ich mich dazu entschlossen, wie in den letzten drei Folgen ja bereits erwähnt, nochmal neu zu starten. Und ja, diesmal auf einer Gebirgskarte oder einer Karte mit mehr Hügeln als flachem Land, die wir hier so sehen. Und ja, da sind wir gerade fleißig dabei, uns hier auszubreiten. Und das hier ist zunächst einmal das große Haus, Haupthaus, was ich baue. Und Amiskia, die neu dazugekommen ist, voller Narben, verschüchtert, eingeschüchtert und ja, auch irgendwie unter Schock, ist geflohen und ein Suchtrupp trifft ein. Und zwar von den Ketzern der Rose. Da haben wir einen Bogenschützen und zwei Marodeure. Und das ist gar nicht mal so gut. Denn wir müssen gleich dafür sorgen, und das werde ich vielleicht jetzt nochmal machen, Fallen zu bauen. Wo haben wir denn die Fallen? Hier unter militärische Dingens. Da. Und da bauen wir jetzt gleich mal ein paar Speere in den Boden. Denn wenn die kommen, werden wir unsere Siedler natürlich hier oben aufs Dach bringen und den einen Bogenschützen, den wir haben, natürlich dafür einsetzen, aus der Entfernung zu feuern. Jo, das ist so der Plan. Hier fehlen jetzt die letzten Anteile von unserer Zwischendecke, denn ich möchte hier oben ein zweites Geschoss natürlich bauen. Das heißt, unten haben wir dann so Funktionsräume, die da erstmal reinkommen. Und hier oben hätte ich ganz gerne zumindest erstmal einen Schlafsaal, der hier reinkommt. Und wenn möglich, hier vielleicht ein Versammlungssaal, ein Saal, wo die Siedler dieses Dorfes glücklich sein können. Ja, jetzt kann man überlegen, ob man außen noch ein paar Zinnen dran baut oder das insgesamt hier ein bisschen kleiner macht und dann sagt, das ist hier der Wehrgang schon außen. Ja, wäre zu überlegen. Wäre zu überlegen. Das weiß ich nicht genau. Muss ich auch mal ausprobieren, ob man diesen Holzboden hier auch noch dran bauen kann. Zwei. Sozusagen. Dann wäre es nämlich möglich, sozusagen ist übrigens eins meiner Lieblingsworte, stelle ich immer wieder fest. Dann wäre es nämlich möglich, hier auch Zinnen draufzusetzen. Die haben wir ja gerade hier gesehen. Jetzt fehlt mir hier die Eckzinne noch. Die gibt es gerade aber noch nicht. Die müssen wir noch erst erforschen. Aber das wäre eine Option. Ach ja, siehst du. Dann sehen wir hier nämlich auch das Konstrukt dahinter. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also es würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Na, weil da müssten die Balken ja noch weiter runtergehen. Das heißt, ein mit Zinnen drumherum. Und dann müsste man hier das Gebäude einen nach innen versetzt die Räumlichkeiten bauen. Was auch nicht schlimm wäre. Dann hätte man außenrum so einen kleinen Wehrgang und wäre erstmal auf der sicheren Seite, sag ich mal. Aber wir gucken mal, ob das hier in irgendeiner Form gebaut werden kann oder nicht. Ja, und in 11 Stunden und 9 Minuten treffen die einen. Wichtiger wäre mir jetzt tatsächlich hier das Ganze zu bauen. Und jetzt frage ich mich, habe ich das hier vorher nicht eingefügt? Warte. So, nochmal. Jetzt.
Also hier kommt auf jeden Fall einer drauf. So, und dann ist das Dach auch endlich geschlossen. So, und im Keller, wie sieht es da jetzt aus? Da ist der Boden jetzt zumindest schon mal drin. Hier unten. Ja. Aber es ist noch alles voller Lehm. So, und dann möchte ich natürlich, dass es jetzt hier unten noch, sorry, jetzt muss ich mal gerade die Perspektive ein bisschen verändern, noch einen Ticken weitergeht. Das heißt, ich möchte, dass jetzt hier gleich weitergebaut wird. Ja, nee, das möchte ich genau nicht. Ja, toll. Oh. Na komm. Das würde ich wollen. Dafür haben wir ja hier oben den Boden eingezogen. Und dann wird das da unten nämlich unser Lagerraum für ja, verderbliche Waren. So, und in vier Stunden trifft der Feind ein. Was gar nicht mal so gut ist. Und ich hoffe, die zerstören nicht hier unsere ganzen Sachen. Oh, hier liegt noch ein Bogen. Kann denn Armiskina schießen? Meisterschütze? Nein. Aber er hier ist noch Meisterschütze. Ausrüsten. Transport. Oh, deswegen holen die das nicht, weil das nicht zugeordnet ist. Ja, das ist schlecht. Stimmt. Ich habe das da unten noch nicht zugeordnet. So, jetzt hätte ich gerne mal die Ebene hier, ja. So, und hier will ich jetzt einen Boden reinhauen. So. Standardlagerplatz. So, und auf diesen Standardlagerplatz kommt drauf. Samen, Abfall nicht, Bücher, ja, Medizin, Strukturen, was sind Strukturen? Aktion, Möbel, Müßiggang, Kriegsführung, nein. Achso, das sind so Sachen wie der Forschungstisch und dergleichen. Materialien, Rohmaterialien kommen dann nicht drauf. Hergestellte Materialien, Textilien kommen da drauf. Nahrung, ja, kommen da drauf. Kadaver nicht, Kleidung, Kopfbedeckung, kommt da alles drauf. Gut. Das haben wir jetzt zugewiesen. Das heißt, jetzt müsste es soweit sein. Wir könnten jetzt sagen, Transport zum Lagerplatz. Der rüstet sich gerade aus. Der holt jetzt die Stoffballen. Und sie holt hoffentlich die Bücher. Oder vielleicht lieber die mechanischen Komponenten. Eine Stunde 24. Ja, da hätte ich auch früher drauf kommen können, meine Lieben. Aber irgendwas ist ja nun mal immer. Ja, dann wäre es auch gut, wenn wir diese Fallen noch
schön machen könnten. So, halt, bevor du wegläufst, nimmst du das bitte mit. Oh, was haben wir hier? Holzspeer ist auch verboten. Warum ist der verboten? Hat sie eine Waffe? Ausrüsten. Ja, das hätte man auch früher schon mal machen können. Das ist einer der Fehler, die ich jetzt begangen habe. Ja, gut. Muss ich jetzt mit leben, ist so. So, da sind sie. Gewalttätige Erpresser. Ketzer der Rose. Allein zeichnet der Ketzer eine Reihe von Symbolen auf dem Boden am Eingang nach Snooze End. Nach einigen Stunden verriet der gequälte Gesichtsausdruck, dass er sich sehr angestrengt hatte. Schließlich tötet er ein Huhn und verteilt das Blut. Amiskia. Amiskia, skandiert er. Übergebt mir Amiskia. Die Siedler von Snooze End waren wie versteinert. Welch grässliche Schrecken würden sich einstellen, wenn sie sich weigerten. So, die trotzigen Siedler von Snooze End weigern sich, sich den Forderungen der Angreifer zu beugen. Snooze End hat Amiskia jenen übergeben, die sie gejagt haben. Das machen wir nicht. So, wir blieben standhaft und ja, geben letztendlich nach und haben gerade noch einmal gesehen, dass wir bei denen jetzt minus 89 Punkte haben, dafür bei anderen Fraktionen deutlich an Pluspunkten gewonnen haben. Gut, also, jetzt müssen wir die alle einziehen, die Jungs und Mädels, das Mädel. Und dann sollten die da am besten oben drauf. Gut, also, gucken wir mal. Die sind da hinten irgendwo. Wo sind wir? Wir sind hier. Transportiert zu Lagerplatz, das ist in Ordnung. Und jetzt wollen wir noch, dass er hier gleich die Falle fertig baut. Oder er. Komm, wo willst du hin? Hier wird nicht mehr transportiert. Fertigkeitsstufe nicht erfüllt. Ja, dann mach, was du willst. Wir gucken mal, wo die anderen Typen sind. Die sind immer noch da hinten. Junge, lauf. Nee. Das machen wir jetzt auf keinen Fall. Du kommst jetzt hierher. Und gehst schon mal da oben drauf. Das ist nämlich einer unserer Bogenschützen. Kommt da hin. So, Amiskia wird auch eingezogen. Kommt auch hier oben hin. Ah ja, sind sogar relativ fix, die Jungs. Was macht er? Beschafft Bauressourcen. Das ist in Ordnung. Und du wirst jetzt auch eingezogen und gehst auch da oben drauf. So, und auch du wirst jetzt eingezogen. Einziehen ist eher die Taste, das merke ich mir mal. Aber noch einen. Das ist noch ein Bogenschütze. Okay. So, also, jetzt haben wir einen hier und eine da. Plus die beiden Bogenschützen. Das waren schon mal sehr gute Schüsse. So, da ist schon mal einer weg. Das heißt, du machst den. Ach komm, ihr macht beide den. Dann
haben wir hier noch Catherine. So, Sieg, das ist schon mal sehr erfreulich. Angreifen. Angreifen. Und die können wir ruhig hier hochkommen lassen. So, und das machen wir wie folgt. Du gehst dahin und sie darf den Todesstoß ausführen. Prima. Also, wählen wir alle. Wieder ab. Und jetzt können sie tun, was sie wollen. Wobei ich jetzt natürlich auch sage, komm. Freischalten. Alles wird gut. Achso, da haben wir noch mehr. Freischalten. Und hier hinten dürfte auch noch wer liegen. Freischalten. Das wird dann bitte alles gleich auf die entsprechenden Plätze gebracht. Gut, dann holen die jetzt nämlich unser restliches Zeug, was hier hinten noch irgendwo rumliegt. Und dann sind wir gleich soweit und haben also erstmal den ersten Kampf bravourös geschafft und gemeistert. Da bin ich sehr stolz auf meine Siedler. Und können dann mit dem nächsten Projekt fortfahren. So, wir sind hier bei 14 Chroniken mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir für die nächste. Noch 15 für Möbel. Hier würde ein richtiges Bett beispielsweise kommen und ein Bücherwandregal. Das wäre doch schon mal gar nicht verkehrt, oder? Das heißt, wenn Amiskia gleich fertig ist, dann kann sie natürlich weitermachen. Gemeinschaftsschlafzimmer ist jetzt fertig. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Super. Dorfbewohner verhungern. Das ist nicht so super. Nicht genug Ressourcen. Ja, ich hoffe, da ist jetzt gleich mal einer dran. Forschung verfügbar. Darauf habe ich gewartet. So, und dann kommt nämlich jetzt als nächstes, nee, nicht Braun, sondern jetzt kommt Möbel. Ja, sehen wir es nochmal. Wir sehen hier richtige Sessel, Bücher, Regale, Waffenständer, etc. Und das ist etwas, was wir jetzt freigeschaltet haben und was uns natürlich ermöglicht. So, die Funktion ist echt Gold wert. Also, STRG plus linke Maustaste irgendwo hin. Es ermöglicht uns verschiedene Dinge. Zum einen können wir jetzt Waffenständer bauen. Zum Beispiel dahin. Na, können wir auch dahin bauen, aber bauen wir erstmal einen dahin. Und dann bauen wir hier noch einen hin. So. Damit zwei Waffenständer in Reichweite. Dann wollen wir natürlich demnächst richtige Betten haben. Die bauen wir aber dann nach oben. Ja, können wir auch jetzt schon bauen. Ich will mich nämlich jetzt erstmal ein bisschen zusammenreißen. Das heißt, ich möchte, dass hier unten jetzt weiter gebuddelt wird. Und der Keller quasi ausgehoben wird. Und dann gehen wir ins Obergeschoss über und werden hier anfangen mit einem Abstand. Na, weil das würde jetzt zwar halten. Wir sehen das ja, es würde halten, aber es sieht trotzdem nicht richtig aus. Ne? Also finde ich nicht gut, so wie es da jetzt ist. Wäre aus meiner Sicht nicht richtig. Dementsprechend. Oh, was kann man hier noch machen? Ach, guck mal. Ah, okay. Ah, okay. Verstehe. Ach, das kann man auch noch rotieren. Das ist ja ein Ding. Wie dem auch sei, es ist da nicht an der... Ja, obwohl, da können wir es überlassen.
So, und das müssten wir eigentlich abreißen. Genau wie das hier leider. Nicht genug Ressourcen. Was brauchen wir denn? Vielleicht schicken wir jetzt mal einen auf die Jagd. Dafür bräuchten wir natürlich aber auch einen... Können wir eigentlich die Leute schon verbrennen? Heuschlafstelle, Bücherregal. Ja, alles schön und gut. Da, Scheiterhaufen. Da können wir unsere Feinde verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Wir sind hier vorne irgendwo. So, da kommt ein Scheiterhaufen hin. Achso, ich wollte jetzt ja einen auch mal auf die Jagd schicken. Dazu muss ich jetzt wieder gucken, wo sind denn unsere... Holen wir noch ganz viele da. Unser Wild. Holen wir noch ganz viele Hasen da. Und andere Tiere. Können jetzt nicht weg sein. Ha! Da sehe ich doch ein Biest. So, pass auf. Jagd war M. Vielleicht ist auch näher dran noch irgendwo ein. Na, die sind genauso weit. Also nehmen wir mal. Und wo sind die Hasen hin? Hier sind so viele Hasen gehoppelt. Da kommt unser Jäger. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und hier können wir jetzt eigentlich gleich mal gucken, ob wir nicht eine Schlachtbank hier reinbauen wollen. Dahin zum Beispiel. Das machen wir auch. Dann machen wir das so und dann bauen wir hier natürlich noch eine Holztür rein. Und dann sollte das kein Problem sein. Dann können wir nämlich auch gleich das Wild zerlegen, fachmännisch. Aufbrechen. Und dann haben wir hoffentlich kein Problem mehr. Wenn bis dahin nicht alle verhungert sind. Na, aber auch bei den Bären beispielsweise. Was kann denn Amiskia? Kann die hier Botanik? Kann sie ein bisschen. Ernten. Priorisieren wir mal. Oh, jetzt ist die Musik aus. Und auf einmal ist es still. Ja. Achso, ich dachte gerade, da wäre einer verhungert. Nein. Okay, er kommt jetzt. Sie isst schon. Ernten priorisieren, statt zu essen. Erstmal wird geerntet, dann dürft ihr essen, Leute.
So, also er ist unhappy. Ist sogar verärgert. Hat zweimal rohe Nahrung gegessen. Ja, gut, das ist so. Da liegt das Stück Wild. Das hätte ich eigentlich ganz gerne jetzt auch unten in der Kühlkammer. Wobei wir ja gesagt haben, Kadaver ist in Ordnung. Mensch, bitte nicht. Tier von mir aus. Was ist denn das für ein Lagerplatz hier überhaupt? Abfall. Ja, soll ja eigentlich nicht der Abfalllagerplatz sein, ne? Kadaver, ja. Ja, da ist jetzt gleich wichtig, dass wir das hier schnellstmöglich fertig kriegen. Und dann der Ausweidetisch, die Werkbank hier gebaut wird. Ja, und jetzt sehen wir auch, hier drin sind keine Pfützen mehr. Ist denn unser Scheiterhaufen schon fertig? Nein. Das sollte dann das nächste Projekt werden. Nicht, dass dann hier auf einmal irgendwie Dinge passieren im Sinne von Pest, Cholera und anderen Sachen. Okay, sind alle hungrig und keiner will ernten. Ja, aber jetzt ist es soweit. Der Tisch ist fertig. Wir können jetzt hier dementsprechend rohes Fleisch haltbar machen. Dafür haben wir den Wildkadaver. Und jetzt müssen wir nur noch einen finden, der sich besonders gut damit auskennt. Gucken wir nochmal rein bei Tätigkeiten. Fällt das unter Kochen? Pflegen und Verwerten der Ressourcen von Tieren. Das wäre also das hier. Umgang mit Tieren. Und dann wäre Bioka jetzt hier mit dran. Okay, oder das hier. Kochen. Ja, die Nummer 2. Das dürfte es dann sein. Bioka. Beschafft rohes Fleisch und müsste dann gleich anfangen. Wo ist denn Bioka? Achso, er kocht jetzt. Und dann macht er das gleich hübsch. Ah ja, jetzt wird's Feuer gemacht. Roter Johannisbergkuchen. Das ist ja verrückt. Mahlzeiten essen. Der Kuchen gemacht am Lagerfeuer. Ja, und so leicht geht das zum Schluss. Ja, ihr werdet gleich wieder glücklicher werden. I promise. Indianer Ehrenwort. Das sind genau 10. Das passt also. Wobei ich auch hier fest davon ausgehe, dass ich
zwischendrin noch irgendwie was bauen werde. Also ich möchte jetzt hier einen Schlafsaal reinbauen für die Übergangszeit. Und dann gucken wir mal. Das bauen wir hier mal in die Mitte wieder. Und dann gucken wir uns natürlich nochmal Fenster an. Bin ich eigentlich immer ein großer Freund davon, die hier direkt daneben zu bauen. Das ist rebellisch. Junge, Junge. Aufsässig. Gucken wir mal rein. Was heißt denn aufsässig, mein Freund? Dreimal sah eine Leiche. Stimmung ist schlecht. Ja, gut. Ihr habt sie ja auch umgebracht. Dann hau mal rein. So. Was kann er denn noch gut? Weil dann lass uns doch erstmal den Scheiterhaufen bauen. Achso, will keine Befehle annehmen. Dann nehmen wir doch wen anders, der bauen kann. Da, er baut den Scheiterhaufen schon. Ist in Ordnung. Und dann bauen wir hier oben gleich ein paar schöne Betten für euch rein. So, und dann hätten wir dieses Konstrukt zumindest schon mal fertig. Als erste Variante des Ganzen. Und hier können wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir denn jetzt hier Betten beispielsweise reinbauen. Möbel. Und zwar ein hölzernes Bett hätte ich gerne. Und zwar ein richtiges. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass das nicht hier gleich außerhalb ist. Ach, siehst du, da ist das Kopfende und da nicht. Dann hätten wir nämlich hier. Und theoretisch könnten wir jetzt ja auch für unsere Siedler hier so einzelne Kammern bauen. Dann sind die nämlich happy. Also zumindest auf der Seite. Oder wir müssen hier das Fenster doch wieder wegmachen. Da hatten wir einen kleinen, schmalen Gang hier vorne. Weil hier hatte ich halt überlegt, diesen Gemeinschaftsraum hinzubauen. So, und das wäre jetzt eine Möglichkeit. Sagen, yo, das gefährdet uns. Ja, hätten wir hier kleine Aussparungen, kleine Kammern. Falsch. So, bevor da jetzt weitergebaut wird, muss ich erstmal kurz auf da drauf gehen. Sorry, dann machen wir es so. Das kommt weg und dann kommt das hier noch weg. So, und dann kommen da nämlich jetzt die Betten rein. Also eins brauchen wir noch. Komm, Bett. So, und dann hätte ich das hier auch ganz gerne noch weg. Und dann machen wir das nämlich so. Und dann sind die danach alle happy, wenn sie hier ein schönes Dach drauf haben. So, jetzt gucken wir mal. Trefferpunkte 200. Schindeldach. Trefferpunkte 350.
Dann lass uns das doch so machen. So. Und dann kommt da das Dach drauf. Und hier vorne könnten wir jetzt beispielsweise auch erst nochmal... Ich bin schon wieder viel zu lange dabei, habe ich das Gefühl. Was haben wir hier? Das ist Birkensetzling. Eine Birke, Birke, Birke. Brennt auch im nassen Zustand, ist ideal zum Räuchern von Lebensmitteln, wird für Farbstoff und Medizin verwendet. Musikinstrumente. Das ist auch neu. Also Eiche oder Föhre. Dann wären wir doch eigentlich bei der Eiche. Wollen wir mal gucken, ob wir hier ein paar von den Eichen Setzlingen quasi hinbauen können. Warum sind das jetzt unterschiedliche Farben? Das ist jetzt verrückt. Ah, okay, verstehe. Ja, check, weil ich das jetzt einzeln gemacht habe. Und man das auch als Feld machen kann. Ich hatte das nämlich vorher schon mal als Feld gemacht in der ersten Version. Und da habe ich mir gedacht, oh, das sieht überhaupt nicht natürlich aus. Aber okay, dann machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Dann können wir von mir aus da Feldahorn noch ein paar daneben packen. Haben wir denn von dem hier noch was? Und da nochmal hin. Kiefer haben wir tatsächlich nur drei. Und dann hätten wir hier noch Birke. Eiche, Birke, Feldahorn, Föhre. Von mir aus, sind das die jetzt alle gewesen? Vier Stück? Jo, passt. Ja, meine Lieben, und damit endet Folge 4. Wir kommen gut voran. Ich finde, das Haus sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wikingermäßig, ich würde mich damit abfinden und zufrieden sein. Vor allem, weil alle vier hier erstmal eine Einzelunterkunft kriegen werden. Bin am Überlegen, hier oben möglicherweise wirklich diesen Raum für gemeinsame Aktivitäten reinzubauen. Würde aber bedeuten, dass... Oder wir machen den nach unten, machen hier oben nur... Ja, überlege ich mir in der nächsten Folge. Autospeichern. Das ist genau der Punkt, wo wir aufhören. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Gebäude haltet. Und meinem bisherigen Gameplay freut mich, von euch zu hören und zu lesen. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Vor allem mit einem Abo, wenn ihr wollt. Und einem Like. Natürlich nicht vergessen. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.